Manfred Schmieler, BC Heros und NABV Präsident. Die Boxer des Sportclub Vogelheim. Mike Stark, Ismet Bozan, Gregory Bartschew und Sandro Zenker. Mit Vereinstrainer Franz Stahlschmidt. Ismet Bozan. Gregory Bartschew. Mike Stark. Sandro Zenker. Die Vorstellung im Boxring. Mike Stark boxt Ruslan Sagimber vom Boxclub Mönchengladbach. Ringrichter in diesem Kampf Erich Dreke. Erich Dreke erklärt Ruslan Sagimber zum Sieger. Hans Westerfeld verteilt die Medaillen. Mike Stark ist NABV-Vizemeister 2002, hier mit seinem Opa. Sandro Zenker, Mike Stark, Gregory Bartschew. Hier drei Boxer des Sportclub Vogelheim. Gregory Bartschew boxt Ahmed Lafkiri vom TuS Gerresheim. Trainer Franz Stahlschmidt, Gregory Bartschew und Trainerin Ines Rosche warten auf den Einsatz. Den Kampf leitet Erich Dreke. Bartschew wird von seinen Trainern nochmal frisch gemacht und erhält von seinem Trainer Franz Stahlschmidt neue Anweisungen. Der Ringrichter Erich Dreke verkündet das Urteil Sieger Ahmed Lafkiri. Damit ist Gregory Bartschew NABV Vizemeister 2002. Nochmals unsere drei Boxer vom Sportclub Vogelheim. Ismet Bozan vom Sportclub Vogelheim boxt gegen Ömer Gül vom Boxring Düsseldorf. Betreut wird Ismet Bozan vom Trainer Franz Stahlschmidt. Diesen Kampf leitet Erich Dreke.
Der Ringrichter Erich Dreke erklärt Ömer Gül vom Boxring Düsseldorf zum Sieger. Der Ringarzt Katip überreicht Ismet Bozan die Silbermedaille. Damit ist Ismet Bozan NABV Vizemeister 2002. Sandro Zenker boxt gegen Gökhan Kaya BSU Wuppertal. Die Trainer Ines Rosche und den schlafenden Franz Stahlschmidt. Hier sind wieder alle aktiv. Dieses war ein schwerer Krampf für Sandro Zenker. Der Ringrichter Hans-Hermann Sangen verkündet das Urteil unentschieden.